Hallo liebe YouTube-Welt, grüßt euch meine Twitch-Freunde. Ja, das Miniset ist seit einiger Zeit da. Es ist ein bisschen ruhiger geworden hier auf dem YouTube-Kanal. Wir warten alle so ein bisschen auf den nächsten Patch, Balance-Änderungen und was brodelt da bei Blizzard so Richtung nächster Erweiterung. Es soll ja ein paar Besonderheiten geben. Das sind so die Dinge, auf die man so wartet. Wir können uns noch mit der Meta nochmal befassen. Wir werden nochmal einmal das Legendary-Ranking auflösen natürlich. Ansonsten warten wir so ein bisschen auf Dinge, die ja passieren. Deswegen dachte ich, wir reden jetzt zumindest einmal über die Meta, wie sie gerade ist. Meine Worte dazu, wie ich sie gerade finde, wie man gerade spielen kann, was passieren könnte mit Buffs und Nerfs, sollte man buffen, sollte man nerfen, was und so weiter und so fort. Natürlich ist das alles meine Bubble, das, was ich so erlebe. Ich spiele ja gerade so Top 50 bis Top 100 Legend, schwanke ich meistens so rum. Jetzt so langsam, könnte ich mir vorstellen, arbeite ich mich da so langsam raus. Wenn ich jetzt anfange, andere Decks zu spielen und so. Aber bisher war ich halt da. Von dem her, wenn ihr irgendwie auf Diamant 5 seid oder Diamant 2, da könnte die Meta tatsächlich, das klingt jetzt sehr seltsam, aber vielleicht ein bisschen tryhardiger bzw. simpler sein, dass die Leute halt einfach nur ein Deck durchjammen. Stichwort Magier. Von dem her, reiht euch in den Kommentaren gerne ein und teilt mir eure Meinung kund. Und ja, ich versuche meine Meinung natürlich zu untermauern, warum ich Dinge so sehe, wie ich sie sehe. Also zum einen mal, die Meta, ich denke, einige werden sie vielleicht wirklich gerade hassen, beziehungsweise es in den ersten Tagen des Minisets klang es ja so und tatsächlich auch von mir, also war bei mir auch nicht anders. Aber ich finde, es hat sich ein bisschen geändert. Zum einen dadurch, dass ich selber ein bisschen Magier gespielt habe, einen anderen, kleinen anderen Touch, am Ende natürlich Big Spell Mage, am Ende natürlich kann man Tsunamis cheaten, ist ja gar keine Frage, will ich gar nicht irgendwie anders sagen. Aber ich habe auch Reno Priest gespielt, Reno Hunter gespielt, ich habe Agro-Schamane gespielt, Reno-Schamane gespielt, wir haben Mech-Worry gespielt, wir haben natürlich ein bisschen Blutika gespielt, also wir haben alles ein bisschen gespielt. Am meisten am Ende natürlich den Big Mage in den letzten Tagen, aber wir haben wirklich viel probiert und das meiste hat irgendwie funktioniert. Und damit komme ich zu dem Punkt, dass, was wirklich gerade beeindruckend ist, die Masse an Decks und Klassen, die spielbar ist. Und dazu zeige ich euch gerade mal hier meinen Deck-Tracker von dem Magier. Wie gesagt, das Deck habe ich ein paar Mal geändert, deswegen ihr seht 1,1.5. Also jeden Tag schmeiße ich ein, zwei Karten raus und jeden Tag schmeiße ich ein, zwei, drei neue Karten rein. Jetzt hatte ich mal ein Paket getestet mit den Anti-Spell-Karten, was theoretisch gegen Druiden oder OTK-Decks ganz gut wäre. Hat mir aber nicht so gut gefallen, macht auf jeden Fall weniger Spaß. Ja, gegen einiges gut, gegen einiges nicht so gut. Aber worum es eigentlich geht, ist dieses Raster hier. Und ja, auch hier seht ihr 21% Mage. Und hier muss man tatsächlich auch sagen, dass das, wenn ich euch das vor zwei Tagen gezeigt hätte, dann hätte hier so 17% gestanden. Also es war tatsächlich mal auf so 16-17%, also noch wesentlich geringer. 21% ist jetzt schon erheblich. Wobei der ein oder andere Zuschauer, wenn er das gesehen hat, dachte immer, oh, 20% Mage, wow, wow, wow. Ich finde, 20% für die absolut krasseste Klasse, die gespielt wird, ist eigentlich ziemlich harmlos. Also Meten, wo es richtig problematisch ist, da sind wir so bei 40%, ne? Also wenn diese Liste hier so bei 40% ist, dann finde ich, wird es problematisch, also richtig problematisch. Da ist man beim Magier noch weit entfernt. Aber wie gesagt, es kann natürlich sehr gut sein, dass wenn ihr auf Diamant 2, 3, 4 rumeiert und ihr habt da die 40% beim Magier stehen über mehr als 5 Games, ja, dann kann ich natürlich verstehen, dass es dann frustrierend ist, dagegen zu spielen, absolut. Worauf ich aber eigentlich hinaus will, ist, wenn ihr mal hier durchzählt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Also ihr seht hier wirklich 11 Balken. Das heißt, jede Klasse wurde tatsächlich getroffen. Und ja, natürlich kann man jetzt sagen, Hunter 2%, Schurke 3%, ist richtig. Aber glaubt mir, das kann auch so aussehen, dass zwei, drei Klassen hier gar nicht vertreten sind. Also dass man wirklich alle 11 Klassen überhaupt auf diesem Diagramm sieht, ist tatsächlich gar nicht so häufig. Da sind oft zwei, drei gar nicht dabei. Und der Hunter und der Schurke sind gar nicht so bad, wie das jetzt hier wirkt. Man kann Rhino-Hunter spielen, man kann eine Art von Eier-Hunter oder Token-Hunter spielen. Gegen das habe ich als Magier oft genug verloren. Und als Schurke, es gibt gerade so einen Mech-Agro-Schurken, der gerade rauskommt. Also auch Schurke hat zumindest Decks und zumindest wird sogar noch was entwickelt. Wie gesagt, dieser Mech-Schurke kommt jetzt seit ein, zwei Tagen, ist er gerade im Kommen. Also selbst diese beiden Klassen, Hunter und Schurke, haben Decks, beziehungsweise es tut sich noch was. Und alles andere mit 6 bis 10% oder 13% ist ja tatsächlich ganz gut vertreten. Lunessa Paladin, Pain Fatigue Warlock, Blut-DK, Frost Unheilig-DK, Mech-Worry, Odin-Worry, Rhino-Worry. Was ist das hier für eine Klasse? Ach, das ist Warlock. Ah, das war Demon Hunter. Dann ist das hier Piraten-Demon Hunter. Das hier ist dann Pain-Dings-Warlock. OTK-Druide meistens. Es gibt aber auch noch Rhino-Druide, Rhino-Schamane, OTK-Schamane, Regenbogen,
Razzle-Dazzle-Schamane, Overheal-Priest, Rhino-Priest. Das heißt nicht nur, dass die Klassen alle vertreten sind. Nein, wie gesagt, ich habe Pain-Warlock, Fatigue-Warlock, Mech-Worry, Odin-Worry, Blut-Frostika, Lunessa-Paladin ist schon ziemlich das eine, aber Overheal, Rhino-Priest, Druide, Rhino-Druide, OTK-Druide. Also selbst zu jeder Klasse kann ich euch fast noch zwei, drei Decks sagen. Also wir haben alle Klassen im Raster und dann fallen mir auch noch meistens zwei oder manchmal sogar drei Decks ein. Und dann die stärkste Klasse bei mir nur mit 20%, wenn es bei euch 30, 40 ist, dann ist halt doof, aber auch das ist okay. Also insgesamt muss man einfach sagen, kann man gerade enorm viel spielen. Also das sind die Punkte, die ich der Meta wirklich geben muss, du kannst jede Klasse spielen und dann auch noch viele Decks und dann kann man tatsächlich noch, ich meine nochmal, der Mech-Schurke, dann es wird gerade Mech-Worry, es kommt gerade ein Mech-Worry hoch, der nicht schlecht ist, den habe ich gestern gespielt, war okay. Ich fand es nur ein bisschen langweilig, weil es halt immer so der sehr gleiche Ablauf ist mit nicht so spannenden Karten. Aber tatsächlich kein schlechtes Deck. Also es wird sogar immer noch ein bisschen experimentiert. Von dem her super viele Klassen, super viele Decks plus noch Experimentierung möglich. Da muss man einfach sagen, das hat die Meta und da kann man nichts gegen sagen. Jetzt haben wir die Probleme der Meta. Natürlich Problem Nummer 1 teilweise der Magier. Also der Magier, der Turn 4, 5, 6 einen Tsunami cheatet, ist natürlich total langweilig dagegen zu spielen. Das kann frustrierend sein. Und wenn es dann, wie gesagt, an die 40% geht, dass man vielleicht gegen Magier spielt, ist das natürlich ätzend. Andererseits ist das auch ein witziges Deck, speziell wenn man es ein bisschen abändert, wenn man sich ein paar andere Karten ins Deck packt, wenn man nicht ganz so auf den Turn 4, Turn 5 Tsunami geht, sondern ein bisschen mehr ins Late Game investiert oder auf Clears, hat man ein ganz witziges Kontrolldeck. Wie gesagt, kann ich ja nur empfehlen. Guckt euch mein letztes Video an. Also man kann den Magier ein bisschen weniger ätzend oder ein bisschen mehr lustig spielen. Tatsächlich sogar für beide Seiten. Man selber hat eventuell mehr Spaß, weil man nicht nur auf diesen einen High-Roll angewiesen ist. Und ja, ich weiß, Gegnerspaß in Hearthstone ist immer so eine Sache. Der Gegner hat eigentlich nie Spaß, wenn er nicht gewinnt. Aber zumindest, wenn man den Gegner nicht nur mit Turn 4, 5, 6 Tsunami überrollen möchte, sondern andere Dinge hat, ist das ja eigentlich auch eher eine bessere Geschichte, würde ich sagen. Und dann das andere Problem der Meta, würde ich insgesamt weiterhin behaupten. Also, und das kann man natürlich jetzt, es ist ein Videospiel, aber die Gemütlichkeit fehlt. Das ist jetzt sehr subjektiv oder, aber ich finde, das Spiel hat wirklich keine Gemütlichkeit. Es ist alles so krass. Ne, also der Magier spielt den Turn 4, Turn 5, Turn 6 Tsunami, bam, bam, bam. Die Agro-Decks, was in der Natur der Sache liegt, versteht mich nicht falsch, aber die Agro-Decks, der Piraten, Demon-Hunter, Schamane oder jetzt der Schurke, die ballern dich da Turn 3, Turn 4 aus dem Leben, wenn du nicht jede Runde einen Clear hast. Oder spätestens Turn 4, 5 deinen Mega-Play machst, dann bist du tot. Dann hast du Odin-Worry natürlich, okay, der hat die gleiche Play-Pattern wie immer, er will Odin spielen, boxt dich dann weg, das dauert halt. Razzle-Dazzle ist das gleiche wie Tsunami, ob jetzt Turn 4, 5 Tsunami kommt oder ob Turn 5, 6 Razzle-Dazzle kommt, der das Board zweimal voll macht. Pain-Warlock, der halt das Board vollkackt, der Schurke, den man gerade wenig sieht, aber der Schurke mit den Mechs, mit diesen komischen 8-8er-Mech-Robotern, der Karten zieht, der das Board voll macht. Der Overheal-Priest, der Turn 3, Turn 4, 15 Karten spielt mit seinen Krapfen und zieht. Und irgendwann kommt eventuell Hedanis. Der Druide, der einfach unfassbar schnell auf 10 Mana ist und dann seinen krassen Scheiß durchzieht. Also ihr habt das Konzept verstanden. Wir sind einfach gerade weiterhin, das ist einfach das Hearthstone, was wir gerade spielen. Und wenn man das absolut gar nicht mag, dann kann es natürlich einen irgendwann verlieren. Wir haben einfach ein krasses Power-Level. Es ist, alles geht schnell, jedes Play muss irgendwie geil sein. Machst du ein oder zwei Züge, die irgendwie nichts bringen oder die, wo du halt einfach mal langsam bist, dann hast du schon das Gefühl, das Game gewinne ich eh nicht. Wie oft sage ich Turn 2 oder Turn 3, okay, wir haben keine Chance. Also wie oft ich Turn 2, Turn 3 sage, wir haben keine Chance und zu 90% würde ich sagen, trifft das dann auch zu. Natürlich kann das perfekte Top-Deck kommen und du hast noch eine Chance, aber wie oft ist das dann auch einfach der Fall? Ich weiß, Turn 2, Turn 3, wir haben hier nur Müll auf der Hand, ich spiele gegen das und das, wenn er einigermaßen, dann habe ich keine Chance. Und das ist das, also das für mich Größte. Es ist nicht der Magier, ne, der Magier spielt da halt rein, weil er mit seinem Play-Pattern Tsunami, Tsunami, Tsunami halt genau das macht. Aber das tun halt auch andere Decks. Nochmal, der Magier hat nicht die beste Winrate, ne? Der Magier ist simpel zu spielen, der Magier macht vielleicht auch einigen sehr viel Spaß, aber die beste Winrate hat er nicht. Ich weiß jetzt gerade nicht, welche Decks es sind, aber es gibt 2, 3, 4 Decks, die eine bessere Winrate haben als der Magier. Der Magier ist nicht das absolut beste Deck. Also wenn ihr das absolut beste Deck spielen wolltet, dann wäre das nicht der Magier. Das möchte ich nur einmal vorneweg sagen, bevor das überhaupt jemand denkt. Von dem her, es ist einfach, das ist einfach so. Wir haben ein krasses Power-Level erreicht, das wird man auch jetzt, wie gesagt, nicht ändern können. Das können sie halt, das habe ich ja schon mal gesagt, wenn sie das wirklich ändern wollten, müssten sie Anfang des Jahres, Februar, März, einen Blogpost machen. Wir fangen ab jetzt an, dass wir versuchen, dieses Spiel in eine andere Richtung zu lenken. Vielleicht ändern sie dann was am Kernset, vielleicht ändern sie was an den alten Erweiterungen und dann kämen halt die neuen Erweiterungen, wo sie dieses Konzept an den Tag gelegt haben und so weiter und so fort. Das glaube ich nicht, dass das jemals passieren wird.
Aber wenn sie das vorhätten, dass sie irgendwie denken, die Spiele sind uns ein bisschen zu schnell, wir wollen alles ein, zwei Turns nach hinten ziehen und so weiter und so fort, dann müssten sie irgendwann Anfang des Jahres damit anfangen, mit der ersten Erweiterung, mit dem Blogpost, sie müssten es den Spielern erklären. Das kann man dann nicht einfach so zwischendurch mit dem Miniset und mit einer Erweiterung machen. Von dem her ist das jetzt eh, wie es ist. Und ich denke auch nicht, dass sie sowas tun werden. Ich gehe davon aus, es geht halt einfach weiter. Und genau. Und dann möchte ich noch eine Sache sagen. Die Leute wollen ja wahrscheinlich, dass Magier genervt wird. Und das ist auch okay. Natürlich darf der Magier genervt werden. Und ich denke, Skylar wird auch mit Sicherheit genervt. Also Skylar geht mindestens auf 6. Aber ich denke ganz ehrlich, Skylar auf 6 Mana setzen. Dann hast du schon mal das wieder einen Turn nach hinten. Und Tsunami einen Turn später, zack, ist die ganze Geschichte schon viel, viel schlechter. Zumindest die Skylar-Geschichte. Von dem her, ich denke, das reicht dann auch. Denn ihr müsst eine Sache bedenken. Gerade weil der Magier so gut ist, oder weil der Magier so viel gespielt wird, eröffnet sich teilweise diese breite Meta. Denn weil der Magier so viel gespielt wird, gibt es die Aggro-Decks. Es gibt den Aggro-Demon-Hunter, es gibt den theoretisch Token-Hunter, den keiner spielt, es gibt den Aggro-Schaman, weil die halt den Magier wegfegen. Und weil die Aggro-Decks den Magier wegfegen, gibt es dann wieder Decks wie Blut-DK, die relativ gut sind gegen Piraten, Demon-Hunter oder Aggro-Schamanen, die auch einigermaßen okay sind gegen den Magier. Gibt es dann auch. Das heißt, wir haben die krassen Aggro-Decks, weil die gegen einen relativ großen Teil der Meta jetzt mal ganz gut sind. Wir haben zumindest ein, zwei Control-Decks, speziell den Blut-DK, weil die gegen dann die Aggro-Decks okay sind. Dann haben wir ein paar OTK-Decks wie Druide oder Schamane, die meiner Meinung nach viel zu stark sind, weil sie viel zu oft ihren Turn 6 bis Turn 8 OTK durchziehen, ohne dass ich was dagegen machen kann. Das ist aber meine Meinung, da bin ich. Aber die haben wir auch. Und dann haben wir ein paar Mid-Range-Decks. Also, was heißt Mid-Range-Decks? Aber zum Beispiel, ich würde jetzt mal sagen, dieser Lunessa-Paladin hat auch ein OTK eingebaut, aber ist eigentlich eher so ein midrangiges Deck. Oder die Rhino-Decks, also Rhino-Schamane, Rhino-Druide oder so ein Gedöns. Ich weiß nicht, wie man die bezeichnen sollte, aber ich würde sagen, es ist schon eine Art von Midrange. Also alles ist gerade irgendwie vertreten, alle Klassen, viele Decks und Aggro, Control, Combo. Jeder kann theoretisch was finden. Es gibt für jede Art ein gutes Deck. Wenn ich Aggro mag, kann ich den Piraten Demon Hunter spielen. Wenn ich Control mag, ich kann den Blut-DK spielen. Ich habe jetzt nicht 10.000 Auswahlmöglichkeiten, aber theoretisch ist für jeden was dabei. Das sind Fakten, die hatten wir schon lange nicht mehr. Und wenn man jetzt den Magier kaputt macht und der Magier verschwindet aus der Meta, also das Schlimmste, was passieren kann, und das meine ich jetzt wirklich ernst, das absolut Schlimmste, was passieren kann, dass ein Balance-Patch folgendes Dinge tut: Wir gehen zurück zu einer Meta aus Fatigue-Warlocks, Overheal-Priests und, keine Ahnung, Buddelschurken oder Miracle-Schurken. Also wenn ich noch einmal eine Meta habe, wo wir zu 20% Fatigue-Locks und 20% Overheal-Priests haben, dann muss ich mir hier von den Energies aber 5 Dosen am Tag reinknallen, um das noch auszuhalten. Also das ist wirklich das Schlimmste. Von dem her, ich bin eigentlich jetzt nicht komplett unzufrieden. Buffs, wie gesagt, immer gerne. Es gibt so viele Müllkarten. Bufft sie, bufft sie, bufft sie, die wahrscheinlich immer noch unspielbar sind, aber vielleicht geht die eine oder andere geht. Von dem her, Buffs, 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 macht Buffs. Wobei wir jetzt wieder bei dem letzten Video sind, macht Buffs aber sinnvoll. Macht Buffs nicht für Karten, wo ihr wisst, im nächsten Add-on kommen 15 Support-Karten, sondern bufft die Karten, wo ihr wisst, da passiert auch in den nächsten ein, zwei Erweiterungen nichts. Dann bin ich immer dafür offen. Nerfs, wie gesagt, nerft von mir aus Skylar auf 6 Mana. Nerft Krapfen und nerft Crescendo. Spoiler Alert, es wird sowieso nicht passieren, weil das will wahrscheinlich keiner, aber ey, von mir aus. Von dem her, wie gesagt, das sind so meine Meinungen. Ich bin eigentlich nicht unzufrieden. Das mag auch grundsätzlich einfach daran liegen, dass es bei uns jetzt ganz gut lief. Hätte ich vielleicht die letzten, ich meine, es lief halt so, war ja jetzt kein Zufall. Wir haben halt ganz gut gespielt, wir haben Decks gefunden, die okay sind. Von dem her ist das natürlich auch jetzt meine persönliche Meinung, die halt okay war. Wenn ich jetzt seit 3 Tagen nur auf die Fresse bekommen hätte, würde ich das wahrscheinlich auch anders sehen. Aber ich denke, objektiv kann man schon sagen, es gibt sehr, sehr viele Klassen, es gibt sehr, sehr viele Decks. Und ja, natürlich gibt es einige Probleme und ich wünschte mir auch Dinge anders. Und ich wünschte mir, dass auch mal in den Shop Sachen kommen würden, die nicht 60 Euro kosten, aber das ist ein anderes Thema. Von dem her, das waren so meine 5 Sätze dazu, die so ungefähr zu 800 wurden. Jetzt möchte ich gerne eure Meinung hören. Danke fürs Anschauen. Wir sehen uns auf Twitch. Ganze Menge, ganz bald. Und ja, bleibt gesund, bleibt friedlich. Danke fürs Zuhören. Ich hab euch lieb. Tschüss.